Ist es Clash of Clans? Nein! Ist es Clash of Kings? Nein! Ist es Schlosskonflikt? Nein! Es ist Superman! Clash of Gangs! Es ist Clash of Gangs. Ich habe mir gedacht, ich mache mal mit bei der ganzen Soße. Das habe ich mir gedacht. Ehrlich mal. Ich habe mir gedacht, Clash of Clans, Castle Clash, Clash of Kings, Clash of fuck the hell, whatever. Alle wollen irgendwas clashen und ich dachte mir, ich melde mich hier mal, also ich bin noch nicht angemeldet, ich habe einfach nur mal runtergeladen und einmal kurz geguckt. Ich habe mir gedacht, jetzt starten wir einfach mal ein Spiel und weil mir das grafisch so am besten, vom Stil am besten gefallen hat, von dieser ganzen Einheitsbrei-Soße, die ja eh komplett überall gleich ist, habe ich mir gedacht, zocken wir mal an Clash of Gangs. Wir sind dabei, great to have you back from jail, Boss. Also gut, dass du zurück bist. Chef, ich bin der Chef von dieser Pippi. Dann gehen wir doch gleich mal gucken, was wir da noch so anfangen können. Let's get started and build the gang back to being the most powerful in the city. Also lass uns starten, die Gang wieder zu der stärksten in der Stadt zu bekommen, hinzubekommen, hinzukriegen. So, Tutorial. Soldiers are important for both offense and defense. Also Soldaten sind gut für Angriff und Verteidigung. Wenn die einen Kampf überleben, dann kommen die zurück zu unserer Basis. You can, when attacking, tap the screen to deploy soldiers or hold your finger on the screen to pick deployers to quick deploy soldiers. Also hinklicken, draufhalten und dann laufen die alle los. Es ist alles wie, ich habe damals mal Castle Clash gespielt, es ist genau das gleiche. You can deploy soldiers in areas that are shaded red. Rote können wir also nicht da absetzen. Aber geht schon los. Check out the Events Page to earn Gold. Also Gold kann man bekommen, wenn man die Events-Seite auscheckt. So, das heißt also, wir suchen jetzt alles raus. In Battlefield, also komm, wir suchen das jetzt. Den mal raus. Oh, guck mal, der ist Rang 60. Achso, hier kann man die also anklicken. Gedrückt halten. Achso, jetzt halt erstmal alle. Achso, so gehen wir einfach alle durch. Mal hier Rang 60, na klar, rein hier alleine macht er das. Schön kaputt. Jetzt haben wir noch so einen Typen. Ich weiß ja jetzt gerade nicht, ich habe das Gefühl, warte mal. Ich habe das Gefühl, dass das gerade, könnte sein, dass es ein bisschen lauter ist als meine Stimme, aber was soll's, Feature-10 gibt es ja gerade eh nicht. Wir wollen, wenn ich das nicht in Erinnerung habe, bei dem anderen Spiel war das hier unten. So wird das, genau, man will so viel wie möglich verbrennen, um die Stadt im Kompletten besiegt zu haben. Wir haben nur zwei. Ist das Rathaus jetzt auch nochmal zwei frei? Ja, ist klar, das ist jetzt auch nochmal zwei wert. Victory, wir haben drei abgebrannte. Okay. So. You can recruit soldiers in the soldier camp. Im Soldatencamp können wir die also anheuern. Gehen wir doch mal dahin. Wo ist es? Da ist es. Einen? Ah, natürlich können wir mit Gold finish now. Na gut, wenn ihr das so wollt. Ja, ich hoffe, die kriege ich gleich zurück. Also Gems. Hier ist es halt dann Gold. Aber es wird aufs Gleiche hinauslaufen. Wenn man schnell gut dabei sein will, muss man einfach Geld investieren. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir gucken uns einfach mal an, wie das sich so... Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das machen will. Überhaupt 10 Minuten Folgen immer mal. Wir werden mal sehen. Wir mal gucken. Vielleicht werden die dann einfach nur 5 Minuten lang, wenn man nur einfach mal was macht und einen Angriff startet, keine Ahnung. So, complete missions to win loads. Aha, es gibt also auch Missionen, die wir also machen können. Das heißt, hier unten können wir also Mission 1, aha. Aha, guck mal, hier kann man, aha, das ist also auch eine, so eine Art Offline-Map, wo man also nicht andere Spieler angreifen muss. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe nur einen einzigen Soldaten angeheuert. Always remember to get gift, ach so. 20 haben wir davon. Ready, set und los geht's. Komm, wir verkloppen die mal. Kann man hier reinzoomen? Oh, guck mal hier. Oh, cool. Aber nicht drehen. Guck mal. Dann können wir nur gucken. So. Wie die hier die Bank ausräumen, das Casino. Aha, das Casino ist also das, wo es Geld gibt. Es waren jetzt, das andere muss ja so ein bisschen eine Art. Das gibt ja eigentlich immer so ein bisschen Mana und Geld. Was ist denn jetzt das andere gewesen? Das hier. Available Loot. Was ist denn das überhaupt? Was ist denn das da?
Ich habe 4 von meinen Kollegen verloren. Der Gegner hat auch 4. Wie wird's? My losses, enemy losses, wie? 4-4. Ach so, aber der hatte ja nur 4. So, baue und erweitere, beziehungsweise upgrade Strukturen. Erweitere die Stadt. Ja, und verstärke die Abwehr um ein uneinnehmbares Schloss, oder wie nennt man das, eine Burg oder eine Festung zu kreieren. Sinnvoll platzieren ist der Schlüssel zum Sieg. Zoomen, ach, Tilt geht auch noch. Full 3D-Graphics and Street View Mode. Okay. Upgrade your Headquarters. Der Fight Club. Es gibt also Headquarter, es gibt die Bar und es gibt den Fight Club. Higher Bosses in the Bar und Battle Bosses in the Fight Club. Okay. Alles klar. Na dann, hier gibt es. Was ist denn das? Weiß es nicht. Hier gibt es jedenfalls Geld. So, dann gehen wir also erstmal dahin. Das ist das Soldatencamp. Das werden wir einfach mal aufleveln. So, jetzt wieder Geld. Was haben wir hier? Geschenke. Login Reward. Free Gold. Naja. Sein in with Google Play, das machen wir später. Gibt 100 Gold für. Nicht verkehrt. Like us on Facebook. Purple Skills. Was? Purchase was? Purchase the bar vom. Ach so. Gut, also haben wir erstmal. Wir bauen jetzt gerade Soldatencamp auf. So, haben wir jetzt hier spezielle Aufträge, die wir gerade machen müssen? Was ist das? Battle Reports, alles klar. Defense failed. Ich wurde also schon mal angegriffen. Tja, super. Was haben wir denn hier so? Language, ach so, gibt's bisher nur Englisch? Bin ich ja gespannt, wird das irgendwann kommen. Gut, wir müssen also. Construction Site, was ist denn das? Ach so, da liegt Müll rum, ne? Na gut, Geld habe ich ja. Dann nehmen wir das einfach mal weg. 5000 kostet das. Ach, da kann man aber dann Sachen finden, alles klar. Ja, Gold haben wir, das ist halt überhaupt kein Thema. Was ist das? Casino? Das ist die Bank? Das Gym? Der Markt? Juicy Factory? Soldier Camp? Das ist, aha. Wir heiern hier mal. Wie viel kann man da eigentlich so? Achso. Geht nicht mehr. Okay, gut. Was ist das nochmal? Die Juice Factory. Da muss es also Saft sein. Okay. Dann machen wir folgendes. Also pass mal auf. Entscheidend ist ja für uns. Das sind die Soldaten. Stellen wir mal so ein bisschen zur Seite. Also fangen wir mal an. Machen wir erstmal einen vernünftigen Stadt-Headquarter. Wir machen mal das Zentrum ist das Headquarter. Jetzt müsste man natürlich ein bisschen. Ein Stein. Wo ist denn überhaupt? Weiß ich nicht. Wo ist denn, wie baut man jetzt hier eine Wand? Ich würde hier gerne eine Wand bauen. Was ist denn das hier? Das Gymnasium? Nein, natürlich ist es die Sporthalle. So, entscheidend ist jedenfalls, es gibt Geld. Gibt es Geld im Markt eigentlich? Oder war es im Casino gibt es Geld? Okay. Das heißt, hier ist das Casino. Baut ein bisschen symmetrisch auf. So, hier haben wir also Casino und Geld. Dann haben wir hier. Was macht denn das? Trainieren. Achso, da können wir die stärker machen. Na bitte. Okay. Das ist aber vielleicht erstmal gar nicht so wichtig. Das muss jetzt nicht so drin im Kern sein. Was haben wir hier? Die Bank. Was macht die Bank? Achso, das heißt nur, da kann ich jetzt quasi mehr Geld einlagern. Die wird aber wahrscheinlich das sein. Wie machen wir das am besten? Die Bank wird das sein, was die Gegner ausrauben können. Das heißt, da will ich so ein bisschen, dass die Bank genauso wie auch die
das Lager für die Getränke. Dann wird es da drin sein. Die möchte ich gerne beschützt haben von meinen Soldaten. Das heißt, so machen wir das. So, jetzt muss da ringsrum eine Wand. Jo. Hauptquartier, was heißt das, wenn wir das hier auflöbeln? Unlocked, Black Market, it's all about the base. The higher the high quality, the greater the number and type of maximum level buildings. Okay, erstmal interessant, aber das hier können wir auf jeden Fall noch leveln. Gut, die erste Folge haben wir schon rum, ne? So, dann machen wir hier nochmal, ziehen wir nochmal hoch. Das dauert dann 5 Minuten. Hier haben wir das Soldatencamp. Das ziehen wir auch nochmal hoch. Kostet auch. Achso. Ich kann immer nur zeitgleich. Keine Ahnung, was ist das jetzt hier? Higher Builders. 500. Ich habe keinen 500 mehr. Das heißt also, wie viele man zur Verfügung hat. Das ist ein Schild. Das sind also Sachen, die man also kaufen kann. Jetzt ist es jetzt aber die Sache, hier haben wir eine 3 stehen. Was heißt denn diese 3? Slash. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Angebote hier. Shields, jawohl, das sind die irgendwelche Angebote. Hier unten. Enter Username. Quichibu. Ohne Leerzeichen bitte, warte mal. Okay. Der hat also schon das tatsächlich weggemacht. Quichibu Create. So, jetzt haben wir also ein Username. Ist auch schon mal nicht verkehrt. Aber wo baue ich denn jetzt zum Teufel? Das ist auf Missionen gehen. Ganz cool. Gehen wir hier auch nochmal hin. Der Wassertower zu Level 10, um mehr Powerful Defenses zu bekommen. Okay. Hauen wir gleich direkt mitten in der Stadt, fangen wir an, hauen wir rein. Kloppen wir alles kaputt. Ach, das ist ganz cool. Das ist ja ganz cool mit diesem Offline-Modus. Endbattle würde wahrscheinlich bedeuten, dass ich das jetzt einfach abbreche. Aber die haben ja, eigentlich haben die doch gar keine Chance, oder? Ach doch, guck mal, die haben da durchaus eine Chance. Die killen meine Figuren einfach. Scheiße, der kommt Typ mit einer Knarre raus aus dem. Die haben schon einen Typen mit einer Knarre gehabt. What the hell? Dann. Ja, dann müssen wir mal gucken, was hier so geht. Hier sind wir fertig. Soldier Camp. Erweitern wir nochmal. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Hier haben wir wieder ein Geschenk bekommen. Purchase the bar from the shop before claiming your reward. Wo ist der Shop? Ist das der Shop? Besitze 2 Typen von Soldaten. Gut, habe ich das bekommen. Ich dachte, ich habe es bezahlt. So. Das ist aber nicht der Shop. Ach, das ist der Shop. Alter Mann, sinnlos. Bin ich bescheuert. Die Bank. Gut. Das heißt, wir können also mehrere Casinos haben natürlich. Wir können mehrere Juice Factories haben. Also, natürlich. So, das bedeutet also. Wir wollen weiter. Stash. Das ist falsch. Ressourcen. Casino. Do you want to free up a builder by finish another construction? Nein. Okay, wir haben also, was wir auf jeden Fall brauchen, sind mehrere Bauarbeiter noch. Und dann können wir das nämlich hier auch aufbauen. Naja, sieht doch geil aus, sieht doch für den Anfang erstmal ganz in Ordnung aus. Problem ist natürlich nur, jetzt müssen wir warten. Und jetzt kann ich auch so schnell nicht meine nächsten. Was ist denn das überhaupt hier? To fight a gang war, you need soldiers. Recruit them, alles klar. Level 2, Hitpoints. Achso, das heißt, ach, das ist die Stärke des Hauses. Durch das Aufleveln habe ich das Haus natürlich jetzt verstärkt. Das kostet, das wird gerade gemacht.
noch 49 Sekunden. Im Gym, da können wir trainieren. Ach, guck mal. Ich weiß es gar nicht, wieso. Ich weiß es gar nicht, warum. Ach so, durchs Aufwerten des Hauses, glaube ich, bin ich an die gekommen. Jetzt habe ich also sexy Polizistin. So, ach nee, Quatsch. Durch das Aufleveln dieser Figur habe ich die freigeschalten. Und wenn ich die jetzt nochmal auflevel, dann habe ich diese zur Verfügung. Alles klar. Und hier brauchen wir Fuck auf Stufe 5, um den Slasher zu bekommen. Alles klar. Geht steil. Gut, jetzt haben wir natürlich immer noch... Haben wir jetzt mittlerweile einen frei? Jetzt haben wir einen frei. Jetzt gucke ich nochmal im Shop. Und zwar bei Defense. Ach, das ist ein Wasserturm. Das ist eine Abwehr. Naja, dann... Dann setzen wir uns mal einen... Dahin. Einen machen wir dahin und einen machen wir nach hier hin dann. Genau, das ist, geht steil. Weil hier unten ist ja unser Lager letzten Endes. Ressource war falsch, ich wollte nochmal Defense. Ich dachte jetzt eigentlich an eine. Ach, Walls. Gibt nur einen bisher. Gibt nur einen bisher. Okay. Den können wir aber aufleveln. Macht er in einer Minute. Geht cool. Okay, dann haben wir aber hier unten die Abwehr. Dann verschiebe ich den aber erstmal nach hier oben. Damit wir von beiden Seiten so ein bisschen Abwehr haben. Denn von da kann der dann schießen. Und von hier können die Kollegen... Ah, da sieht man auch, bis wohin die angreifen. Damit sollte erstmal eigentlich eine kleine Abwehr da sein. Okay. So, jetzt sage ich Folgendes. Jetzt machen wir erstmal Schluss für diese Folge für heute. Dann warte ich ein bisschen Zeit ab und dann... Ich gucke mal, was ich so ein bisschen nebenbei als Level ein bisschen hoch mal sehen und dann ziehen wir uns die nächste Folge später wieder zusammen rein. Bis dahin sage ich einfach Ahoi und Tschüss!